endlich wieder ganz oben. Die Besten auch bei den Olympischen Spielen. Und das nach der Biathlon-Blamage von Sotschi. 4 Jahre harte Arbeit haben sich ausgezahlt. Wir sind teamübergreifend als erfolgreichste Nation rausgegangen. Wir mit der Frauenmannschaft, denke ich, machen mit 2 Gold- und 1 Bronzemedaille einen sehr tollen Beitrag geleistet. Genau genommen war es eine, Laura Dahlmeier, die Überfliegerin, die Beitragleisterin mit ihren Erfolgen für das Team D und für sich selbst. Ich glaube, ich wäre nicht Laura Dahlmeier, wenn ich nicht sagen könnte, ich habe das voll und ganz genossen. Es waren für mich extrem erfolgreiche Olympische Spiele. Mit einem Sieg im Sprint und dem anschließenden, ja, triumphalen Erfolg in der Verfolgung. Auch Franziska Preuß hatte ihre olympische Sternstunde, nur blieb am Ende dann doch nur Platz 4. Ausgerechnet Laura Dahlmeier verdrängte die Teamkollegin vom Podest. Es waren halt ihre Spiele, wenn man so will, die Dahlmeier Days in Pyeongchang. Arndt Peiffer, der Überraschungssieger und dabei immerhin schon 30, also auch nicht mehr der Jüngste. Ja, danke. Ja, im hohen Sportalter, ja. Und dabei routiniert, nervenstark und fehlerfrei am Schießstand, als es darauf ankam. Ich konnte das jetzt wirklich, wirklich gut genießen und es hat sehr viel Spaß gemacht, vor allem, weil das Team wirklich voll abgegangen ist. Und nach dem Abgehen gab es dann das Gold. Für mich war es sozusagen eine Spiele, die mit einem für mich perfekten Rennen angefangen haben. Also das erste und letzte Rennen war für mich perfekt. Dazwischen lief nicht alles so ideal. Es gab auch Enttäuschungen, keine Frage. Die Mixstaffel ist so eine. Sie hätte ja, wie sagt man so schön, ein Selbstläufer werden können. Es kam anders, weil Arndt Peiffer ausgerechnet er am Schießstand alle Chancen verballerte. Am Ende Rang 4. Nur Rang 4. Und große Traurigkeit. Bei der Damenstaffel war es jetzt wieder komplett anders gelagert aus meiner Sicht, weil es sehr schwierige Bedingungen waren. Und ich glaube, es war auch nicht so hilfreich, dass es im Vorfeld immer nur um Gold ging. Das mag ein Grund gewesen sein, ein anderer möglicherweise die Staffelbesetzung oder die doch äußerst widrigen äußeren Umstände. Die fest eingeplante Goldmedaille ging so nach Weißrussland. Natürlich haben wir uns die Staffel alle anders vorgestellt und es wäre sicher auch mehr möglich gewesen, aber so ist das Leben, so ist der Sport. Es gibt Höhen und Tiefen, das war halt vielleicht so eine Tiefe. Ja, und dann gab es ja noch die Duelle, das spektakulärste sicherlich, das um Gold im Massenstart zwischen Martin Foucault und Simon Schemp. Eine Frage von Zentimetern, eine Entscheidung im Fotofinish. Schemp verlor und gewann Silber. Erik Lesser wurde Vierter, auch er nach einem verlorenen Duell. Und schließlich Benedikt Doll im Verfolger. Zwar im Duell um Silber unterlegen, aber trotzdem mit Riesenfreude über Bronze bei Benedikt Doll! Zu Olympia haben wir in 3 von 4 Einzelrennen einen auf dem Podest gehabt. Und das ist außergewöhnlich. Außergewöhnlich für die Männer. Ansonsten stark begonnen und ein Happy End zum Schluss bei der Männerstaffel. Mehr war nicht drin als dieser 3. Platz. Und so glänzten die Bronzemedaillen sogar ein ganz klein wenig golden. Ein schönes Ende für das erfolgreichste Biathlon-Team von Pyeongchang.